Hey Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt. Und zwar schauen wir uns jetzt gemeinsam den neuen Feuerwehrsimulator Notruf 112, die Feuerwehrsimulation Teil 2 an. An der Stelle erstmal vielen, vielen Dank an Aerosoft, die mir hier ein Exemplar von dem Spiel für mein Let's Play zur Verfügung gestellt haben. Und dann würde ich sagen, rede ich auch nicht mehr groß rum. Wir legen direkt mal los hier mit einem neuen Spiel auf der Feuerwache in Mülheim an der Ruhr, die ihr hier im Spiel Notruf 112, die Feuerwehrsimulation 2 nachgestellt ist. So, warum ist das Spiel fertig geladen hat, hier immer bei dem Ladescreen immer ganz cool, irgend so ein Einsatz, den die Feuerwehr Mülheim wahrscheinlich mal hatte. Immer hier ganz cool so mit so einem Bild und einem kurzen Text immer so beschrieben. Und da hat es auch schon fertig geladen hier und es geht los. Bei der Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr im 24-Stunden-Dienst der A-Wache am 12.04. um 8 Uhr morgens. Genau, treten wir unseren Dienst an. Jetzt hier als Einsatzleiter aktuell sind wir noch hier ausgewählt. Und müssen jetzt erstmal zur Dienstbesprechung hier im Innenhof am schönen sonnigen frühen Morgen hier im Frühjahr hier auf der Wache in Mülheim. So, die Kollegen sind auch schon, so wie es aussieht, alle da. Zuerst möchte ich die Neuen begrüßen. Und da geht schon los mit der Begrüßung. Passt auf euch auf und haltet euch an die alten Hasen. Bitte geht keine unnötigen Risiken ein. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit auf einer der schönsten und modernsten Wachen Deutschlands. Und denkt daran, eure Einsatzberichte zu schreiben. Ich will das hier nicht jeden Morgen wiederholen. Wie immer, die Fahrzeuge übernehmen und wegtreten. So, und das war's dann auch schon von der morgendlichen Ansprache hier, sozusagen vom Chef. Wir sind ja, wie gesagt, jetzt hier der Einsatzleiter hier. Genau, gerade hier ausgewählt, der hier unterwegs ist auf dem Einsatzleitwagen dementsprechend. Und genau, hier seht ihr auch schon mal alle Fahrzeuge und jeweiligen, genau, wie nennt man das dann? Ich weiß gar nicht, wie man genau die Bezeichnung von diesen Gruppen hier ist. Auf jeden Fall von den einzelnen Positionen, die wir da übernehmen können auf den Fahrzeugen und so weiter und so fort. Und wir sind aktuell noch als Einsatzleiter eingeteilt, können aber jederzeit jetzt hier zwischen den verschiedenen Einheiten wechseln, die verschiedenen Positionen. Ich denke mal, das ist eine ganz gute Beschreibung dafür, wechseln. Und die ganzen Kollegen, genau, fahren jetzt erstmal hier schön die ganzen Fahrzeuge in den Innenhof. Die werden nämlich jetzt alle erstmal hier schön überprüft. Und wir assistieren mal unseren Führungsassistenten. Das ist der Kollege hier, der unseren Einsatzleitwagen jetzt hier rausgefahren hat. Und helfen dem mal kurz beim Überprüfen des Fahrzeugs. Genau, da kommen hier alle Fahrzeuge schön reingefahren. Sind auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool aus hier, die Fahrzeuge. So. Was eine Beule, eieiei, unser gutes Fahrzeug. So, jetzt müsste gleich losgehen mit der Überprüfung der Lichtanlage. Dazu wird der Kollege wahrscheinlich gleich einsteigen und wir müssen ihm dann sagen, ob die Lampen alle funktionieren. Und die anderen Kollegen, genau, gucken sich auch die ganzen Fahrzeuge an. So wie es die Feuerwehr, soweit ich weiß, zu jedem Dienstantritt immer macht, alle Fahrzeuge auf die Funktionstüchtigkeit überprüfen. So, Kollege steigt ein und wir überprüfen jetzt mit ihm die Lichtanlagen. So, der macht alles an. Und dann müssen wir jetzt hier mit Tasten 1 und 2 ihm sagen, genau, die Lampen funktionieren. Könnt ihr euch auch verarschen, hier passiert nichts. Aber es ist ja nicht der 1. April, sondern 12. April. Das könnte man einen schönen April-Scherz draus machen. So, hier funktioniert auch alles. Sieht gut aus. Überall blitzt und blinkt es. Die Lichtanlage ist okay. Gehen wir einmal komplett außen rum. Genau. Checken das Ganze einmal. Ja, Lampen funktionieren auch. Sehr, sehr gut. Damit soll das Fahrzeug eigentlich schon so gut wie einsatzbereit sein, weil ich glaube, bei dem testet man, glaube ich, gar nicht so viel. Ja, gerne. Gerne, gerne, gerne. So, wir müssen nämlich jetzt nur die Tür hier zumachen. Und, genau, dann fährt er das wahrscheinlich schon gleich wieder in die Halle rein. So, warte mal kurz mal. Weil ich glaube, das ist irgendein Bug oder so. Ich glaube nicht, dass er jetzt hier absichtlich das Bullhorn betätigt hat, also die Hupe. Oder es sollte doch so sein, kann, und dann kann ich mir den Grund nicht erklären. Naja, der Einsatzleitwagen ist gecheckt. Wir können kurz mal bei den Kollegen hier vorbeigucken. Die checken das Ganze noch. Ich werde aber dann jetzt direkt hier mal gleich einen Schnitt reinmachen. Und dann geht es gleich weiter mit der Aufnahme, wenn wir gleich unseren ersten Einsatz hier bei der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr haben. Genau, hier sehr schick. Können wir kurz mal die Fahrzeuge uns angucken. Gibt hier dieses schöne TLF. Dann haben wir hier ein Drehleiter-Korbfahrzeug, DLK. Was haben wir hier noch? Ein LF, LF24. LF steht für, muss ich immer nochmal gucken hier, Löschgruppenfahrzeug, genau. Haben wir hier das DLK, Löschgruppenfahrzeug, immer auch in die meisten Positionen drauf, genau. Was haben wir hier noch? Das ist das KEF, müsste sein, das Kleineinsatzfahrzeug. Und hier Rettungstransporter, Notruf, Notarzteinsatzfahrzeug. Polizei gibt es auch, einen Polizeiwagen. Und hier noch dieses historische Einsatzfahrzeug. Ich bin mal gespannt jetzt im Laufe der Zeit, wenn wir das Spiel hier spielen, wie wir selber mal mit, ob wir mit der Polizei mal irgendwas zu tun haben, ob wir da mal irgendwie das spielen und auch halt auf dem Rettungswagen und so, bin ich mal gespannt. Ich hatte ja Notruf 112 Feuerwehrsimulation den ersten Teil gespielt. Da sind ja, glaube ich, auch nochmal so das ein oder andere
Add-on und DLC rausgekommen. Ich weiß nicht, ob man dann auch sowas wie so ein KEF oder so ein Notrufeinsatzfahrzeug und sowas hatte, aber ich glaube, damals, das ist ja schon lange her, waren auch nur so Fahrzeuge wie so ein LF, ich weiß nicht, ob ein TLF überhaupt dabei war, Einsatzleitfahrzeug und DLK dabei, und hier sind jetzt ja schon deutlich mehr Fahrzeuge gleich mit dabei zur Auswahl. Genau, die Kollegen überprüfen weiter hier, TLF ist auch schon fertig, geht auch schon wieder zurück in die Halle. Wir können noch mal kurz hier uns die Wache angucken. Genau, hier haben wir schön die ganzen Klamotten hängen. Hier stehen immer ja DLK, das KEF steht hier drüben, DLK steht dann hier und hier müsste das LF24 stehen. Notruf, sage ich, Notarztfahrzeuge, die stehen alle hier drüben in der Wache. Genau, mit C könnt ihr übrigens hier auch in First-Person-Ansicht gehen. Genau, haben wir hier unser schönen RTW und hier das Notarzt-Einsatzfahrzeug. Die Polizeiwache ist irgendwo anders, genau. Und hier, ja, das bekannte Gelände der Feuerwehr Mülheim, aber ist so, weit ich das bis jetzt schon begutachtet habe, ich habe noch ein bisschen das Spiel mal reingeguckt, was ich bis jetzt hier so gesehen habe, alles genauso aufgebaut, wie wir es auch, genau, aus dem ersten Teil von Notruf 112 kennen, aber ist ja dementsprechend auch dieselbe Wache, von daher, genau, hat sich hier nicht viel verändert. Ja, also bis hierhin war es das erstmal soweit, würde ich sagen. Ich mache jetzt mal einen Cut rein und dann melde ich mich gleich, wenn es dann losgeht für uns, ja, mit dem ersten Einsatz hier in Mülheim. Also bis gleich. Achtung, Hilfeleistung, Person hinter verschlossener Tür. Einsatz für KEF 1, RTW 1. So Leute, und da haben wir auch schon unseren ersten Einsatz und es geht direkt los mit dem KEF. Dann lassen wir uns auch direkt mal hier die Position wechseln. Wir sind jetzt Maschinist hier auf dem KEF, dem kleinen Einsatzfahrzeug, und fahren zu einer Person hinter verschlossener Tür. Also lassen Sie direkt mal hier an Bord springen, unseren Fahrerplatz einnehmen. Der Kollege ist auch schon mit dabei, sollte auch gleich drüben einsteigen. Genau, ich weiß gar nicht, was ist das für eine Position, die der hat. Das ist der, genau, Truppführer ist mit uns an Bord. Wir, genau, schließen direkt mal die Tür. Und es geht los zum Einsatzort. Motor an mit M. Dann einmal mit der Taste 3 das Blaulicht an. Martinshorn direkt mal an, wo wir hier jetzt rausfahren. Genau. Und es geht erstmal rechts rum Richtung Einsatzort. So, Martinshorn können wir direkt nochmal ausmachen. Brauchen wir hier nicht. Sind ja keine Autos hier gerade im Weg. Der RTW sollte hoffentlich jetzt auch hinter uns rausgefahren kommen. Und unten rechts haben wir jetzt schön das Navi, was uns den Weg zum Einsatzort zeigt, zum Ginsterweg. So, auch Martinshorn direkt wieder an, fahren wir direkt auf eine Kreuzung zu. So, aber kein Auto weit und breit, was uns in die Quere kommen könnte. So, und dann schauen wir mal, was uns da erwartet bei dem Einsatz, wo sich jemand, ja, hinter verschlossener Tür befindet. Also wahrscheinlich wurde da jetzt irgendwie, genau, irgendwie sowas gewesen, wahrscheinlich, dass irgendwie, na, vielleicht andere Leute irgendwie gemerkt haben, dass da irgendwie. Oh, bin ich falsch gefahren? Ha, nee, doch nicht. Hier geht's weiter. Dass da jemand sich hinter der Tür befindet und aber die Leute irgendwie nicht reinkommen und so weiter, dass wir denen jetzt die Tür aufbrechen müssen oder so. So, oder dass die irgendwas gehört haben, dass da irgendwie im Erdgeschoss, im Stockwerk unter ihnen irgendjemand zusammengebrochen ist und so weiter. Und da dann jetzt, genau, aber nicht reinkommen, die Person nicht aufmacht und deswegen wir jetzt da mal helfen müssen. So, es geht hier links weiter. Nicht alle Ampeln rot, aber gut, ist ja nicht viel los hier und wir kommen ja mit unserem Martinshorn da überall drüber. Sind ja schließlich auf Einsatzfahrt. So, es müssen noch 53 Meter sein, 300 Meter, dann sind wir gleich schon da. Mensch, geht's heute direkt mal los hier mit dem KEF auf den unterwegs zum Einsatz. So, da vorne ist es auch schon. Ach, die Polizei ist auch schon da. Wunderbar, dann gucken wir doch mal, was da los ist. So, genau, für jeden Einsatz haben wir immer hier diese Felder, wo wir mit dem jeweiligen Fahrzeug uns genau draufstellen müssen. Dann verschwindet das, wenn wir passend stehen, dann steht da oben organisierten Einsatz in der taktischen Übersicht. So machen wir gleich. Lassen uns gerade noch den Einsatzstellenmodus, das müsste diese Taste hier sein, aktivieren. So, und dann ist es so, das ist neues hier, Notruf 112, das gab es da noch nicht. In Notruf 112, die Feuerwehrsimulation Teil 2 ist es, soweit ich weiß, neu. Ich kann mich erinnern, dass es im ersten Teil von Notruf 112 auch so war. Diese taktische Übersicht, wo man dann jetzt immer so organisieren muss, was als nächstes und so weiter, beziehungsweise was so für Aufgaben ausgeübt werden. Da klicken wir jetzt hier aufs Fahrzeug, wo wir was organisieren wollen, und machen jetzt hier Einsatzort als erstmal organisieren. So, die Kollegen im RTW treffen auch rein, die kommen von da. Gut, vielleicht bin ich hier noch irgendwo falsch abgebogen. So, wir machen jetzt Absitzen und Ortsbegehung. Das heißt, genau, alle steigen aus und
Wir gucken uns mal an, was denn hier eigentlich so los ist. So, mit der Leertaste kommen wir wieder raus. Und dann lasst uns mal kurz switchen in den, ja, den Truppführer, genau, weil der wahrscheinlich jetzt auch die Ortsbegehung macht. So, erstmal Vorbereitung, hier die Seitentür öffnen. Und dann gucken wir mal jetzt noch die Hecktür auf und dann gucken wir, müssen wir wahrscheinlich gleich mal mit dem Polizisten sprechen oder so. Werden wir gleich sehen. So, oder macht das der Kollege, der Maschinist? Nee, genau, das machen wir. Sprich mit dem Polizisten. So, Herr Officer, was gibt's denn? Hi, was ist hier los? Eine ältere Dame wurde schon seit mehreren Tagen nicht mehr gesehen. Ihre Familie macht sich Sorgen, dass etwas passiert sein könnte. Ihre Wohnung befindet sich im ersten Stock. Mein Kollege ist oben und kann euch mehr sagen. Alles klar. Dann werden wir wohl jetzt mal zu dem Kollegen hochsprinten. Verstanden. So, untersuchen wir mal den Einsatsort. Zack, ist mir durchs Treppenhaus nach oben. Da steht er schon, dann kommt er auch nicht rein. So. Erzählen Sie mir, was passiert ist. Die Wohnungshalterin ist eine gewisse Frau Berner, 86 Jahre alt, sie lebt allein. Sie ist laut Aussage der Angehörigen seit einer Woche weder telefonisch zu erreichen, noch öffnet sie die Tür. Uiuiuiui. Was da nur passiert? Wir hatten bisher auch keinen Erfolg. Es bleibt nur die Tür zu öffnen und nachzusehen, was mit ihr los ist. Na dann, werden wir wohl jetzt hier schweres Gerät anlegen müssen und mal aufbrechen müssen die Tür. Okay, ich fange da mal an. Ja, genau. So, dann gehen wir mal wieder runter. Zack, 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 nach draußen. Und was wir jetzt direkt machen können, ist schon mal hier, die Kollegen hier können auch direkt mal absitzen. Und hier machen wir jetzt mal, genau, wahrscheinlich technische Hilfeleistung, Türöffnung, genau. Da muss man immer so jetzt halt gucken und in Kategorien, was man da halt das Passende findet und so sich jetzt überlegen, wie man da am besten vorgeht. Aber es ist immer auch ganz gut gemacht, weil ihr seht jetzt halt, die anderen Sachen waren eh nicht auswählbar, sondern halt nur das, was wir jetzt auch dementsprechend jetzt hier Sinnvolles machen können. So, Türöffnung. So, dann brauchen wir einen Akkubohrer. Den holen wir mal. Wo ist er denn? Da hinten. Der gute Akkubohrer. So, und bohren mal die Tür sozusagen auf. Ich glaube, das Schloss irgendwie jetzt ausgebaut oder sowas halt. In der Art habe ich auch schon mal irgendwelchen Feuerwehr-Dokus gesehen oder so, wo dann irgendwie halt da die Tür mit so aufgemacht wurde. So. Das sah gerade auch irgendwie etwas komisch aus, als er den Akkubohrer auf den Polizisten gezeigt hat hier. So, wie bleiben Sie stehen? Ich habe einen Akkubohrer. So, einmal die Tür mit E öffnen. So. Mit dem Kopf durch die Tür machen wir die Tür auf. So geht das. Geschafft, die Tür ist offen. Kommen Sie mit der oben Händen raus. Das sieht gerade so komisch aus mit diesem Akkubohrer. So, gucken Sie mal. Mehr kann ich leider auch nicht sagen. Ja, guck doch, die Tür ist auf. Mein Gott. Oh, der Kollege rennt schon rein. Da ist sie ja. Die Berner, oder wie sie heißt, die Frau Berner, was sollen wir jetzt eigentlich hier machen? Und der Kollege haut einfach wieder ab, was ist das denn? Ach, wir können mit dir vielleicht sprechen, haha, gucken wir mal. Hallo? Huch, was ist los? Was ist los? Wer sind Sie? Wieso zeigen Sie mit einem Akkubohrer auf mich? Ganz ruhig, wir sind vor der Feuerwehr, geht es Ihnen gut? Das ist so komisch mit dem Akkubohrer gerade. Ihre Familie schickt uns, sie konnte sie seit Tagen nicht mehr erreichen. Bitte was? Jemand schickt sie und möchte mich ergreifen? Sie und möchte. Was los soll das alles? Wer sind Sie überhaupt? Von der Feuerwehr. Alles gut, die Sanitäter werden gleich nach Ihnen sehen. So, vielleicht können wir jetzt sagen: Folgen Sie mir, ich bringe Sie zum Rettungswagen, gehen Sie zum Rettungswagen, die Sanitäter werden Sie um Sie kümmern, warten Sie hier, ich bin gleich wieder bei Ihnen. Ach komm, die kann uns doch hinterherlaufen. Folgen Sie mir. Ja, genau. Schön folgen. Einmal einfach hinterherlaufen. Genau. So. Scheint ja doch alles gut zu sein mit der Frau. So. Ach, die läuft ja noch richtig fit die Treppe runter. Da ist doch alles gut. Mit dem Akkubohrer rein. Ja. Ui, Kollege. Du verschwindest im Boden. So. Achso, ich muss ihn jetzt zum Rettungswagen bringen. Ich hoffe, die anderen Kollegen. Die Sanitäter sind jetzt nicht alle da oben im Gebäude. Ach, guck mal, hier, die Trage steht schon bereit. So. Vielen Dank. Sie sind ein wahrer Held. Ach ja, sehr nett. Ja, jetzt reicht's aber auch. Sie sind mir genug hinterhergelaufen. Hier ist der Rettungswagen. Warten Sie bitte hier. Der Sanitäter wird sich gleich um Sie kümmern. Genau. Wieder mit dem Bohrer. Warten Sie hier.
So. Kann man jetzt auch mal zu dem. Ich weiß nicht, was das für ein Typ ist. Wir bringen ihn jetzt ins Krankenhaus. Ich helfe ihnen auf die Trage. So, können wir das jetzt auch irgendwie machen? Danke, dass Sie mir geholfen haben. So, benutze die Patiententrage. Dann einmal ab mit der guten Frau in den RTW. So, aufhören. Und dann müsste die jetzt da irgendwie. Genau. Halt! Nein, aufhören. Und jetzt? Wie kriegen wir die jetzt da rein? Ich will die ja nicht benutzen. Ich will die jetzt ja da irgendwie. Ah, schließen wahrscheinlich. Nee. Ja doch. Zack. Und Türen zu und dann geht's gleich. Ich weiß nicht, ob jetzt mit denen könnten wir jetzt wahrscheinlich auch zum Krankenhaus fahren, aber müssen noch das Kev muss ja auch noch irgendwie abrücken. So. Seitentür zu, alles zu. Soll sich einer hinten noch zu der Frau setzen? Die kann auch nicht allein jetzt seit die ganze Zeit sein. Falls was ist, so. Und dann gehen wir mal hier wieder zum. Was haben wir jetzt hier? Maschinisten, wir gehen nochmal Angriffstruppführer. Müssen wir mal mit dem Polizisten nochmal sprechen? Ja, okay. Ja, wir müssen nicht mit dem Kollegen sprechen. Das ist schon gut. Ja, er weiß mehr über den Einsatz. Ich weiß, wir wissen noch mehr über den Einsatz. So, wir können jetzt wie wahrscheinlich einfach auch abrücken machen. Das sind eigentlich soweit durch, würde ich sagen. Was machen wir hier jetzt? Keine Ahnung. So, hier Einsatz organisieren. Zusammenpacken. Genau. Alles wieder einpacken. Akkubohrer zurück. Oder müssen wir noch irgendwas verschrauben? Ich glaube nicht. So, Seitentür. Ich mach direkt Tür zu und der Kollege sollte eigentlich die Tür zu machen. So. Ach, hier haben wir auch nochmal eine Tür. Jede Menge zusätzliche Sachen, die wir da machen können. So, hier. Soll ich hier deine Tür zu machen? Guck mal, bitteschön. Wo ist denn dein Kollege hin? So, der. Haha, versteckt sich hier irgendwo. Ach so, scheiße jetzt, oder wie? Das ist natürlich jetzt. Ha, ja, geil. Ah, da kommt er hier über die. Ah, gefangen im Keller gewesen. Wusste wahrscheinlich nicht mehr, wie er rauskommt. Na, gut, dass wir ihm geholfen haben. Ja, ein bisschen buggy ist das Spiel dann teilweise. Ihr seht leider noch. So. Und wir, genau, die bringen jetzt die Berna ins Krankenhaus und dampfen ab und wir können auch einen Abflug machen und das müssen wir jetzt folgendermaßen machen. Einsatz organisieren, abrücken. Das war's nämlich. Alles hier erledigt. Ups, nee, da steigen wir nicht ein. Hier vorne wollen wir einsteigen. So, und der Maschinist ist auch schon drin. Und, ja Leute, damit würde ich sagen, war es an der Stelle auch schon von unserem ersten Einsatz hier auf der Feuerwache von Mülheim an der Ruhr. Hier wird alles eingeklappt und wir fahren wieder zurück. Genau, back home und bereiten uns vor auf den nächsten Einsatz. Das war es an der Stelle auch schon von der ersten Folge hier von Let's Play Notruf 112, die Feuerwehrsimulation Teil 2. Wenn ihr das Spiel auch zulegen wollt, Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und an der Stelle möchte ich mich an der Stelle nochmal bei Razer bedanken, die mir hier eine richtig coole Tastatur, Maus, Mauspad und ein Headset zur Verfügung gestellt haben. Und mit denen ich das Ganze hier auch spiele. Und an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank an Razer. Das findet ihr auch unten alles in der Videobeschreibung verlinkt. Und vor einiger Zeit, als sie mir das zur Verfügung gestellt haben, zugeschickt haben, habe ich auch ein Unboxing von all den Produkten gemacht, die findet ihr auch auf meinem Kanal. Und damit war es an der Stelle nun von der ersten Folge hier von Notruf 112, die Feuerwehrsimulation. Mal gucken, was uns nächstes Mal für einen Einsatz erwarten wird. Und dann bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, haut rein. Euer Line Gamer 1. Ciao.